unseren Funkgeräten klingt sauer. Die Krautfresser wissen nicht, was los ist. Da kommen mehr. Direkt voraus. Zombie TV. Hehehe, geilo. Hallöchen, meine lieben Rekruten. Es geht weiter mit COD. Die zweite Mission steht an. Operation Cobra. Erstmal vielen lieben Dank für alle, die in der ersten Folge zugeschaut haben, die kommentiert haben und die natürlich auch den Daumen nach oben da gelassen habt. Macht bitte genauso weiter. Es macht wunderbar und viel mehr Spaß, wenn dementsprechend der Support da ist. Also macht genauso weiter. So, Operation Cobra sagt mir nichts. Ich sehe nur von der Karte her, es geht hier auf jeden Fall weiter Richtung Frankreich ins Inland, nachdem wir hier den Küstenabschnitt, die Normandie, theoretisch befreit haben. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch, und wir gehen rein ins Game. Der D-Day ist jetzt 7 Wochen her. Wir brechen aus der Normandie aus und drängen ins Landesinnere vor, um Marigny zu sichern. So kontrollieren wir die Straßen und pflügen quer durch Frankreich nach Paris. Die Befreiung steht bevor. Okay, es ist 7 Wochen nach D-Day. Und wir gehen jetzt Richtung Marigny. Das heißt, auf was kann man sich jetzt wohl einstellen? Haben wir jetzt so Straßenkämpfe? Oder haben wir so einen Stadtkampf jetzt vor uns? Oder ist das noch der Weg dorthin wahrscheinlich? Ich gehe mal davon aus, der Weg dorthin. Und wir sehen hier so ein paar Panzer im Hintergrund. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir dort jetzt hinfahren. Ja, Mission starten. Klar. Und guck mal, die haben sich da schon ein ordentliches Lager geschlagen. Schlagen uns ganz gut. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marigny. Schmeling gegen Lamotta. Schmeling würde Lamotta K.O. schlagen. Niemals. Und Schmeling ist ein Nazi. Ich würde ihn einfach abknallen. Ja, die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt nur Staaten. Genug davon, okay. Was ist mit Louis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Louis 1938? Robinson gewinnt ganz klar. Hey! Er ist wieder fit. Ich dachte, du hast noch eine Woche. Ja, ich habe gehört, ein paar echt harte Typen stehen kurz vor Marigny. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten zu Hause. Steh nicht so rum, zeig her. Na gut. Nicht übel, was? Oh. Ach, gibt Schlimmeres. Schön, dass Sie wieder da sind, Private. Ich freue mich auch, Sir. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marigny einnehmen und sichern, kommen wir hier raus. Und wenn Sassman selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Für Turner ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Abmarsch! Warum kommt einem der Krieg immer in die Quere? Oh, wir haben ein Bajonett aufgepflanzt, sehe ich gerade. Während hier noch die Flugzeuge über uns fliegen. Steigen sie auf den Panzer. Kann ich Panzer fahren, wäre mir lieber. Die sind hier Munition am Verladen. Würde ich sagen, oder? Was steht hier? Anti-Tank M... Anti-Tank? Das ist... Panzermunition, oder? Würde ich sagen. Das ist der, der alle nicht leiden kann irgendwie, glaube ich. Ich wollte mal kurz ein bisschen gucken, ob die hier irgendwie so Abzeichen haben. Also er hat so eine 1 hinten drauf auf dem Helm. Gehe ich davon aus, dass er hier wahrscheinlich der Captain ist oder so. Und er ist hier wahrscheinlich Lieutenant oder so. Ja, ihr könnt ja einen Augenblick auf mich warten, oder? Also wahrscheinlich eigentlich nicht, aber... Steht da auch ein Name bei dir? Private. Private Mundharmonika. Saubermachboy. Gehen wir! Naja, ich guck mir trotzdem mal an, wie das hier ist. Private, Private. Kann ich ja auch noch rein? Durch die M4s hier an. Alle mit der dicken Kanone auf jeden Fall drauf. Ne, der hat noch eine kleine. Ja, ja, cool bleiben. Cool bleiben, cool bleiben. Ich gucke ein bisschen mich um. 2 mit einer kurzen Kanone und 3, 4 sehe ich mit einer langen Kanone auf jeden Fall.
Und der da hinten hat auch noch eine stumme Kanone. Und alle haben hier so ein... Wir rücken aus. Zum Bäume wegfetzen wahrscheinlich. Ein paar Sandsäcke mit drauf. So, wir sitzen mal auf hier. Auf geht's. Hey. So eine Wunde ist erst in 8 Wochen verheilt. Bin bereit, Sergeant. Sie haben mein Wort. Oh, Ihr Wort, ja? Das ist einen feuchten Dreck wert. Es geht Ihnen gut, ha? Huh? Hab mich noch nie besser gefühlt, Sir. In Ordnung, Private. Kratzen Sie nur bitte nicht ab. Sergeant ist der, okay. Das hat bestimmt weh. Panzer unterwegs! Gut festhalten! Wird eine harte Fahrt! Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Pearson mag dich. Wie ein Tiger den Hirsch mag. Na los, na los! Kann man sehen, so... Hat er da Zigaretten, Lucky Strikes und... Und was ist mit dir? Ich konnte euch doch nicht... Weichhölzer, glaube ich, ne? Kann das sein? Am Helm hängen? Was ist unter Pearson nicht erlaubt? Weißt du, wieso er dich immer so triet? Passerin-Pass. Hab meinen Freund verloren. Ja, brach ihm Artikel 15 und eine Degradierung. Er musste so streng sein. Gott, dann ja schlecht hier. Die Mission war ein Reinfall, ein Massaker. Die Nazis waren gnadenlos. Wir haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Westausgang zu versiegeln. Ich habe wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren. Turner ist noch nicht drüber weg. Er war es auch, der ihn angeschwärzt hat. Aber Pearson denkt, wenn ihr ein Musterplatoon werdet, wird das gestrichen. Wir sind also eine Streichkolonne. Ja, langsam kapierst du es. Deshalb bitte niemals aufgeben. Er tötet, um es zu entfernen. Hey, wisst ihr, was ich will? Schalt futtern. Du hast gerade gefuttert. Scheiß auf, Toast zählt nicht. Hey. Wie wär's mit Barbecue, hä? Oh. Kettenfahrzeug. Wahrscheinlich mal mit einer Flak oder so. Was wär's da mit dem offenen Sarg? Das ist jemandes Sohn. Ein Kübelwagen. Deutscher. Daniels hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart. Die aufregen. Marlene Dietrich. Klingt gleich interessant. Nicht zu vergessen ihre Erfindungen. Opel Blitz, 2 Stück. Elektronenmikroskop. Kann ich erkennen. Frankfurter. Ihr macht mich fertig. Hört ihr das? Es kommt hierher! Bleibt in den Stuhlgast! Oh. Alter! Oh, oh! Runter von der Straße! Wir umkreisen sie! Los! Na los! Das ist ein Panzerkampfwagen 4 ist da auch noch. Wir müssen unsere Shermans beschützen. Das ist Blattfeuer, was wir da hören. Kriegen die den Panzer nicht down? Der schießt doch immer noch, oder? Oh, oh, ich hab beschossen. Ey, ey, ey. Ja, ja, ich bin dabei, ich bin da. Ah, ja, Sniper-König hier. Na! Du musst eine Granate? Das ist aber doof, ey, dass man den eigenen Granatenkopf auch da drauf hat. Bajonettangriff! Alle platt hier.
Gib mir mal ein neues. Rüber damit! Sie kommen in unsere Richtung! Wie viele sind denn hier noch? Das war's, glaube ich, oder? Ja, ich nehme nur noch Munition mit hier. Vielleicht noch so ein G mitnehmen hier. Ich noch ein Medikit. Hier war auf jeden Fall eine Flak. Naja, ich will mal eben kurz gucken, ob ich hier nicht nochmal so eine Erinnerung finde. Noch ein Medikit. Mehr als vier kann man nicht mitnehmen, okay. Guck mal, hab sogar Glück gehabt. Da ist die Flak. Räuchern den Ausgleicher aus und helfen unseren Panzer. Rollen die rüber. Oh, Stukas wegballern. Okay, ich komme. Darf ich? Ah, okay. Bomber machen unsere Panzer fertig. Schalten Sie sie auf. Na klar. Sie. Zentral. Ziel zerstört. Bombs. 1 Uhr.
Das waren alle. Gut gemacht, Daniels. Alter, guckt euch die ganzen Hülsen an hier. Hey, Perez. Alles okay? Meine Kumpel Mills hat es in einem Hinterhalt erwischt. Aber das haben sie bezahlt. Die Bestellungen sind durch Parks geschützt. Wir müssen uns darum kümmern. Okay. Pearson, führen Sie ein Schützenteam durch die Plantage und suchen Sie einen Übersichtspunkt. Schwächen Sie die Packs, ich leite den Angriff mit Perez. Ja, Sir. Daniel, Jasmine, Sie kommen mit. Na los. Warum denn schon wieder ich? Ich wollte Panzer fahren. Ja, Sir, natürlich. Was soll man machen? Packs ausschalten? Perez sagte Pack 38er, oder? Was sind das für Dinge? Deutsche Artillerie. Panzerkiller. Hast du das Memo nicht gelesen? Was sollen wir denn gegen Panzerkiller ausrichten? Das habe ich mich auch gefragt. Hallo, ich bin Scharfschütze, ich kann alles. Und jetzt ein Flugzeug zerlegt. P-47. Verdammt, wäre ich nur schneller an der Flak gewesen. Mach dich nicht fertig. Das sind Zivilisten. Das ist ein Kriegsverbrechen. Sag bloß, Stefan. Hier rüber! Hier gegen ist ein Aussichtspunkt. Feldstecher raus! Das sind Perez und die Jungs. Fahren direkt in die Hölle. Wir müssen die Packschützen ausschalten. Die Packs stehen so nah dran und schießen die Shermans nicht kaputt. Ich sehe zwei Packs. Daniels, schalte die Mannschaft aus. Geben Sie das Scharfschützengewehr, Daniel. Oh Gott, warum wackelt denn der so? Mich hinlegen? In den Arsch. Alles sicher! Achtung! Verbündete Panzer kommen über die Gräben! Feuergefährlich, Rauchen verboten. Eine weitere Stellung hinter den Hecken. Hinter den Panzern sammeln! Alle Mann sammeln! Erstmal Munition nachlegen. Immer cool bleiben, Leute. Ganz cool. Ihr wartet sowieso auf mich. Also schreit hier nicht so rum. Ich bin hier euer Admiral. Das wäre doch cool, mit so einem Ding zu ballern, ey. Das kann ich nicht nehmen. Ich sammle mich gleich schon hinter dem Panzer. Ja. Guck mal, hier liegt noch ein Medikit. Erstmal looten. Ja, schreib mich nicht an. Doch, bin ich. Alle Panzer vorwärts. Kann nichts sehen. Viel zu spät. Ich musste erst mal gucken, wer von denen der Gegner ist. Wow.
Fackeln. Muss ich runter? Wir haben sie alle erledigt. Kann ich hier noch ein bisschen Munition? Ja, sofort. Muss doch immer gucken nach Nachschub. Der macht aber auch mal. Ja, der macht aber auch immer einen übelsten Aufriss, oder der Typ? Was soll ich jetzt mal Moped fahren? Auto fahren? Hier bin ich. Wer ist denn? Achso, das ist Turner. Lieutenant! Ach, der ist Lieutenant! Offizier anwesend! Wer ist er? Major? Okay, zuhören! Charlie-Kompanie wird nahe der Kirche angegriffen. Sie brauchen Munition und Feuerkraft. Schicken Sie einen Trupp los. Sir, wir sind schon ausgedünnt. Es geht noch dünner! Ja, Sir. Oh, was da ansagen? Geht noch dünner! Wir können die Jeeps nehmen, aber wir brauchen Panzerunterstützung. Das ist der Plan. Perez! Pearson folgt Ihnen mit dem Trupp. Geht nicht. Wir haben Befehle von Collins. Wir gehen mit der 11. nach Westen. Verdammt nochmal. Den Jungs, da läuft die Zeit davon. Ihr macht es allein. Nehmt die Jeeps und los. Schnell! Alles klar. Dann mal los. Charlie hat Scheiße am Arsch und wir haben das Papier. Na los. Geiler Spruch. Okay, Moped fahren. Wo geht's nach Marigny? Folge dieser Straße, es ist das übernächste Dorf. Oh, wir müssen uns auch beeilen. Da unten läuft so ein Ding irgendwie. Die Straße gaben sich davor. Achtet auf diese Deutsche! Laufen genau die Straße noch bei ihm zu. Wir müssen vor ihm da sein. Fahr links! Mach ich doch. Weg da! Gott! Boing! Oh Gott! Hilfe! Wir brauchen Unterstützung! Sind festgenagelt! Rück drauf! Roland! Alles... Halt nicht mehr lange durch! Alles nur mit Stress verbunden hier. Oh... Meine eigenen Fußballer. Nach links drehen! Nicht nachlassen! Hier hast du dich auf!
herkommen. Was eine nervenaufreibende Sache. Ja, mich auch. Junge, Junge. Danke fürs pünktliche Erscheinen. Danken Sie, Captain Davis. Das war sein Befehl. Okay. Die Sonne geht bald unter. Sie kriegen eine Atempause. Verzeihung, Sergeant. Ja. Die halbe deutsche Armee ist auf der anderen Seite der Gebäude. Sollten wir vielleicht einen besseren Platz suchen für einen Perimeter? Sicher, Private. Vielleicht ein nettes Zimmer im Ritz? Sir. Er hat nur Angst. Vielleicht sollten Sie sich um Ihre Probleme kümmern. Ihre Seite sieht verdammt beschissen aus. Mir geht's ganz toll, Sergeant. Denn jetzt, passen Sie auf ihn auf. Nur Stolz ist gefährlicher als ein Feind im Gebüsch. Ausruhen, Männer. Mach ihn nie bei Sonnenaufgang. Das heißt, die nächste Mission wird auf jeden Fall einen Häuserkampf geben. Ich kann nicht glauben, dass ich wieder auf Sussmans Seite stehe. Er schlägt sich gut, wenn man bedenkt, dass wir uns gerade meilenweit durch Wälle gekämpft haben. Man sollte meinen, dass Pearson Rücksicht auf ihn nehmen würde. Falsch gedacht. Ja, null Heldentaten. Ja, das eine Mal habe ich da leider verpennt. Erinnerung haben wir nur eine gefunden. Aber gut. Es geht jetzt nicht darum, hier Achievements aufzuschlüsseln, sondern wir wollen die Kampagne spielen. Deswegen ist das für mich also nur nebensächlich, ne? Gut, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne den Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Ansonsten ganz hilfreich, macht die Glocke weg. Dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn die nächste Folge online geht. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge. Macht's gut!